Hallo Maren. Mensch, hallo, ja, du. Alles klar bei dir? Bei mir ist immer alles klar. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass... wie geht's dir eigentlich, bevor ich jetzt anfange? Also, du, bei mir ist eigentlich alles soweit. Also, bei mir ist auch alles in Ordnung, aber ich muss sagen, ich finde... Okay. Ja, aber ich finde, der Hausflur letztens, der ist schon wieder nicht geputzt worden. Ja, stimmt. Das richtig, ich glaube, letztens war auch... Ja, war das nicht du sogar? War das nicht bei dir in der Wohnung oder war das deine Hausordnung? Ich dachte, du wärst eigentlich dran gewesen. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte auch eigentlich nur zum Auto, um kurz vom Einkauf... Nee, musst überhaupt nicht durch. Ich kann ja auch mitkommen. Ich muss auch nach unten zum Auto. Du bist doch gerade nach unten gelaufen. Hi, Maya. Maria, ja, nee, ja, also, oh, mir geht's toll, dass du rangehst. Ich wollte unbedingt noch was erzählen, also pass auf. Ja. Ich habe mich heute mit dem... Nein, wie geht's dir? Wie mein Tag war, ja, also ich war heute den ganzen Tag im Park. Und dann habe ich heute noch mit habe ich diese Schuhe gekauft und die wollte ich eigentlich überhaupt nicht kaufen. Ich habe sie trotzdem gekauft. Ja, und was ich dir eigentlich erzählen wollte, ne? Heute kannst du mir das später erzählen? Lass mich das bitte noch ganz kurz zu Ende erzählen. Ich rufe dich dann nochmal an. Und dann... Was? Nö, heute Abend können wir gerne machen, kein Problem. Ja. Ich müsste mal hier vorbei. Also, ja, vielleicht später. Kann ich mal kurz vorbei? Ja, warte, ich bin kurz am Telefonieren. Ja, ich hol dich ruhig ab. Ich hol dich ruhig ab. Ja, okay. Alles klar. Nee, ich bin mit dem Auto unterwegs. Ja, ist okay. Hallo. Ja, ich muss auch mal. Ich hol dich ab. Alles klar. Haben wir keinen Kaffee mehr? Nein. Warte doch mal. Ich mach gerade die Küche sauber. Ja, warte, ich will auch einmal nur kurz hier ran. Warte doch mal. Du musst mir in meinem Weg stehen. Ich will kurz meine Hände waschen. Warte. Ich glaube, ich bring das hier noch vielleicht weg. Immer muss der mir im Weg stehen. Hey. Du, sag mal, wird die August-Bebel-Straße, kannst du mir sagen, wo die ist? Ja, warte kurz. Das Navi, ne? Ja. Ja. Warte, also warte kurz, ich muss noch kurz meinem Freund was schreiben, ja? Ja. Ach cool, das Hintergrundbild habe ich auch. Das ist echt cool. Kann ich ganz kurz, wir kennen uns ja gar nicht. Voll schöne Haare, ey. Echt schön. Du, die August-Bebel-Straße ist da hinten. Da hinten? Mhm. Ah, okay, gut. Aber du sitzt jetzt auch hier, ne? Da kann ich ja bei dir warten, oder? Weil ich kenne hier niemanden in der Stadt, deswegen. Ja, oh, wo hast denn du die Schuhe her, ey? Die sind richtig cool. Kann ich die mal anziehen? Nein. Oh, ich glaube, nicht deine Ohrringe. Ohrringe sind so schön. Die sehen richtig gut aus. Ganz dankeschön, deine auch. Ja. Und, ich hab nichts, ey. Du kannst, mach mal entspannt hier. Aber, und der Haargummi, ey, den musst du mir unbedingt ausborgen. Den will ich auch haben. Kannst du so ein ganz kleines bisschen nur Abstand, so ein bisschen? Ich brauch so ein bisschen persönlichen Platz. Ja, aber ich hab doch Grenze. Guck, hier ist genug Platz zwischen uns. Ey, ist ja eigentlich klar, dass wir einen Mülleimer haben. Ja, ich räume das doch später auf. Ich chill doch gerade ein bisschen auf dem Sofa. Lass es doch einfach. Ja, ich räume doch auf. Entspann dich doch einmal. Du räumst auf. Guck doch mal hier, die Kerzen. Wir hören überhaupt nicht hin. Ja gut, wenn es dich stört, dann räumst du auf. Wir liegen hier schon seit 3 Tagen, habe ich auch gesagt. Okay. So, hallo, ey, lässt du das mal sein? So können die Kissen nicht verkaufen. Kannst du das mal sein lassen? Die Kissenordnung und ey, dann räum auf. Mir ist das egal. Boah. Kannst du dich jetzt beeilen? Wir sollen in 10 Minuten da sein im Restaurant. Die anderen warten schon. Nein. Ey, du räumst doch jetzt nicht noch auf. Ja, nein, ich muss zumindest den Tisch muss ich jetzt noch abwischen. Es interessiert doch keinen. Natürlich, mich interessiert das, ob ich das können wir doch danach ich hinterlasse machen. Die Wohnung nicht so. Es kommt doch keiner rein. Doch, ich komme dann später wieder hier rein und ich will, dass das ordentlich ist. Kannst du mal die Tüte weglegen? Ich will den Film schauen. Ja, sorry, warte. Oh, warte, neuer Trailer. Warte. Ich muss ganz kurz nur gucken, ganz kurz, nur ein bisschen kannst laut. Du das nicht ohne nur ganz Ton? Bisschen. Ja, kannst du das nicht ohne Ton einfach machen? Was? Oh mein Gott. Guck mal. Ja, schön. Kannst du leiser machen? Nee, kannst du mal leiser machen. Wir gucken den Film. Du hast die Hälfte schon wieder nicht mitbekommen. Warte, stopp. Hallo? Nö, alles gut, du störst nicht. Ja, aber du störst. Nee, machst du ein bisschen leiser? Was denn? Ja, musst du immer ins Bad, wenn ich gerade auf dem Klo bin. Ich muss einmal nur kurz meine Hände waschen. Boah, das kannst du auch später machen. Also Wochenende war echt hart. Und wie geht's dir so? Das heißt nicht, wie geht's dir. Das heißt,
ich hoffe, du hattest heute einen schönen Tag und ein bisschen vornehmen vielleicht. Ja, und wie war's so? Also wie war's so? Wie war dein Tag? Ist ein Satz. Boah, wie war's muss so? Ich, muss ich, Satz. Wir sind hier nicht im Deutschunterricht. Du musst hier nicht einen auf Besserwisser machen. Oh, ey, oh, ist halt ganz schön warm, oder? Finde ich nicht. Also findest du nicht? Weil wo kommt dann die Hitze her? Vielleicht wegen dem Licht oder so? Wie oft soll ich dir das noch sagen? Das heißt nicht wegen dem Licht, das heißt wegen des Lichts. Wow. Ich will doch nur helfen. Du machst das falsch. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Ja, aber man fängt doch nicht so an. Du musst das anders machen. Wie denn dann? Ja, du musst das... Oh, ich habe dir das doch schon 10-mal erklärt. So kriegst du den Punkt nicht. Kann sie sich vielleicht woanders hinsetzen? Bitte. Und schnipsen tut man nicht. Ja, deswegen kann sie sich bitte woanders hinsetzen? Das ist unhöflich, man macht nur so. Ich mache hier die Aufgaben sonst nicht, nö. Sie weiß alles besser, alles! Ja, ist halt so. Ich will dir nur helfen. Dass sie sich das traut im Fernsehen. Oh, das arme Mädel, die traut sich doch die ganze Zukunft. Hey! Hey! Alles gut? Ich hab's geschafft. Ich werde den Fallschirmsprung machen. Ja! Also so ein Tandemsprung. Ne? Also nicht alleine, sondern zu zweit, aber ich werd's machen. Ich trau mich endlich. Hast du dich über die Risiken mal informiert? Bei so einem Fallschirmsprung, was da alles passieren kann. Ja, hast gut, aber das mal, kann... Hast du mal einen Hallo? Gesundheitscheck was? Gemacht? Weißt du, wie hoch das eigentlich ist? Das kann dir beim Autounfall auch passieren. Also im Auto, im Flugzeug, überall kann dir ein Unfall passieren. Wieder und dann springst du da runter oder das ist das Letzte, was du mitbekommen hast, dass du da aus dem Flugzeug gesprungen bist. Jetzt beruhig dich doch mal. Sei doch mal ein bisschen optimistischer, hallo? Oh, ja. Ich glaube, das Auto ist es. Das kaufen wir uns. Wieso denn nicht? Hallo? Ist es denn ernst? Wieso denn kommst nicht? Du mal auf den Preis. Ja, weißt, und? Was ist dir eigentlich klar, wenn du deinen Job verlierst, was dann passiert? Ja, dann, aber ich gehe doch wenn arbeiten. Der Reifenplatz, der Reifen kostet. Das kann doch bei jedem Auto passieren. Miete, das geht doch nicht. Hallo, das kann doch bei jedem Nein, Auto passieren. Spar doch das Geld, überleg das irgendwo sicher an, aber da ist es so risikoreich. So ein Auto, wenn du das kaufst, das verliert direkt im Wert um 50%. Ja, und? Aber das ist ein Auto. Bei Klamotten ist das genauso. Und außerdem haben wir extra gespart und gesagt, wir kaufen uns ein Auto. Ja, aber doch nicht so ein Auto, was sollen denn hier Leute? Oh Mann, mit dir kann man kein Auto kaufen. Ich habe dir letztes Auto für 500 Euro gezeigt. Dann hast du gesagt, ja, nee, das passt nicht. Was, ja, wenn die Tür abfällt? Was, wenn? Immer dieses Was, wenn. Da fiel aber auch fast die Tür ab bei dem Auto. Oh Mann, also mir ist da nicht so richtig wohl dabei, muss ich sagen. Alles okay. Also ich sehe da mehr Probleme. Ja, ist mir schon klar. Du siehst überall Probleme. Ja, na, es sind ja auch überall Probleme. Ey, da hat er echt einfach mit mir Schluss gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. So. Und vor allem, wie der das gemacht hat. Nur wie der. Wie über WhatsApp wahrscheinlich, ne? Sorry. Das ist nicht lustig. Ja, hast echt du recht. Ist, ist Mann. Witzig. Wirklich, der hat einfach. Der kam zu mir in die Schule und dann hat er gesagt, ja, das war halt. Jetzt wirklich kam er extra zur Schule. Hat er das Ticket dafür bezahlt? Also ist er mit Bus gefahren oder? Oh, warum machst du dich immer lustig? Ja, du weißt doch ganz genau, dass er mit mir in die Schule geht. Was ist das denn für ein Witz? Du kannst ruhig mal einfühlsamer sein. Ich dachte, ihr wärt nicht in einer Klasse. Ja, doch. Also, ich dachte, also, verstehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, warum du gerade lachst. Ich heule. Ist doch du musst so mir schlimm. Beistehen. Hey, und? Wie ist das denn passiert, bitte? Was ist da zu lachen? Ich war gerade beim Arzt. Ich habe meinen Fuß verstaucht. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich kann gar nicht. Ja, aber ist auch deine Schuld. Also, warum bist du da vom Klettergerüst gesprungen? Ja, also, was ist daran meine Schuld? Du weißt ganz genau, dass ich da immer hingehe und Sport mache. Und das ist. Ich verstehe es nicht. Also, warum das immer dir passiert, ne? Ich hab dir gesagt, also, Sport ist nichts für dich. Hab ich ja vorher schon gesagt. Wegen der Arbeit, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ist doch egal, da machst du halt ein bisschen blau. Also, ist doch nicht so schlimm. Du bist halt krank. Du bist ja so witzig. Ein richtiger Clown bist du. So, das waren sie. Die was? Die 10 Arten von nervigen Menschen, die jeder kennt. Ja. Ja, ja. Und 2 habe ich hier gerade vor mir. Oh mein Gott, wir hätten dieses Video gar nicht machen müssen. Nein. Doch. Nein. Wir sind, ja. 2 nervige Menschen und ein extrem gut aussehender Mensch. Okay, ganz klar. Mhm. So, ja, komm, mach beiseite. Wo habt ihr euch wieder erkannt? Ja, der Besserwisser. Also ich glaube, sehr klassisch bei mir. Der Besserwisser, ganz eindeutig. Ja. Also ich muss sagen, welche Leute mich wirklich nerven, sind die aufdringlichen Menschen, die immer so, wenn du mit denen redest, die dann immer so nahe kommen. Solche Menschen gibt es da wirklich, ne? Die immer so nahe kommen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber sonst bin ich wahrscheinlich diejenige, die immer im Weg steht. Das höre ich auch ganz oft. Und du?
Du bist nicht nervig, ne? Ich bin gar nicht nervig, ich bin laut. Hallo? Das ist was ganz anderes. Nein, das, was mich tatsächlich stört, ist, hier haben wir es zwar jetzt hier zu Hause gemacht, aber wenn Leute im Weg stehen, das mag ich so. Das ist so richtig nervig. Wenn du in der Stadt, wenn du es eilig hast, dann bleiben auf einmal alle stehen vor dir, alle, ne? Und das ist wie so ein Parcours, dass du links, rechts und dann, das ist absolut nervig. Wenn du in der Stadt versuchst, schnell zu gehen und vor dir alle langsam sind. Ja, das stimmt. Alles andere, hier und da, also hier so Pessimisten und so, kann ich auch, also verstehe ich nicht, warum man immer so schlecht drauf ist und oh, das kann passieren. Ja gut, es kann alles passieren. Ja, und ich glaube, wir haben hier überall im heutigen Video so Personen wiedererkannt, die wir absolut nicht abkönnen, im Sinne von Nerven. Und bestimmt haben wir noch einiges vergessen. Richtig. Mit Sicherheit. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Person seid ihr vielleicht oder welche nervt euch am meisten. Oder welche haben wir vergessen. Schreibt alles genau. Schreibt alles in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.